Erzählen Sie mir von Del Toro und ich lasse nicht zu, dass er Ihnen etwas tut. Ehrenwort. Ich halte das nicht mehr aus. Die Zeit drängt. Wo downtown? Er macht seine Geschäfte von einem leerstehenden Apartmenthaus aus. Los jetzt, eine Adresse. Sagen Sie mir, wo er ist. Ich kenne die Adresse nicht. Es ist irgendwo Ecke Achte und Pein. Yes! T. Loni, da ist der alte Fika. Boah, das lief gerade ziemlich gut. Er hat alles geflutscht, zack, zack, zack. Riesenglück gehabt, geil. Suchen Sie Ärger, Chef? Ich suche nach Del Toro. Sind Sie angemeldet? Ich will zu Del Toro. Das ist er. Das ist Del Toro. War's eine große Hilfe. Wir sollten sie alle abknallen. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Orten und angreifen sie Del Toro. Ja, es geht langsam. Es geht. Boah. Ich glaube, das hättet ihr auch dazu gesagt. Hast du von Pedro und seinem Mädchen gehört? Also gehört habe ich schon mal gar nichts, ja? Junge, das geht nicht. Ich hätte sie auch alle nicht abknallen müssen, aber ganz ehrlich. Das ist alles Zeit und Arbeit und Geld, das ich investiere. Ich investiere sehr viel. Andererseits bin ich gleich tot. Das ist nicht gut. Okay, das habe ich vielleicht nicht ganz durchdacht. Wir probieren es nochmal. Jetzt vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger. Okay. Na komm. So, bis hier hoch und dann hier rein. Und das ist ja alles gar kein Problem. Hast du von Pedro und seinem Mädchen gehört? Nein, aber von Juan und Pedros Mädchen. Was? Leute, ihr seid ja alle, genau, der Schwebestuhl, wer kennt ihn nicht, den guten alten Schwebestuhl? Ja, auch, ja, sicher. So. Bist tot, Junge. Ja, also, du musst es auch nicht zu theatralisch machen, aber aller Liebe, das muss nicht sein. Genau, aber auf mich schießen. Du hast ja gar nichts. Nee, nee. Was getan? Deine Schrot kannst du ja auch sonst wohin schieben, Junge. Scheiß Schrot hier. Soldat, was soll das? Warum habe ich die Schrot? Ich will die nicht. Ich will nachladen und das war's dann auch schon. Okay. Sehr beruhigende Klaviermusik. In einem weiteren total verfallenen Gebäude? Was haben die eigentlich für Probleme? Wie soll man einen Renovierdienst kommen lassen, ja? Junge, du bist schon lange tot. Das kann überhaupt nicht sein, wie du hier rumschreist. El teatralico mucho. Ja, wer kennt ihn nicht? Ist nicht dein Ernst? Komm schon. So, und jetzt pass mal auf, Junge. So einfach geht es. Diese Todessequenzen, ne, sind sehr, sehr fragwürdig, meiner Meinung nach. Medipack, aber ich halte mich sowieso wieder hoch, weil die Balken gehen mit ein bisschen Wartezeit voll. Zumindest der angebrochen ist. Na klar. Jack, ich habe die Pläne, die du haben wolltest. Ist mir egal.
Danke, Michelle. Ziehe möglichst niemanden mit rein. Du hast so schon genug Probleme mit Chappelle. Ich melde mich, wenn ich Del Toro finde. They see me rolling. They hate it. Oder so ähnlich. Da sind schon wieder Opfer. Da sind überall Opfer hier. Opfer. Junge, du hast mich nicht mehr erschrocken. Das war ja gar nichts. Junge, das war nix. Aber ich habe eine Micro, das ist geil. Mit einer Micro kann ich arbeiten. Glaube ich. Habe ich gehört. Ah, wen willst du denn hier verarschen? Ich glaube nicht mich. Ich glaube, das hat aber ehrlich gesagt auch niemand getestet. Ich bin vor 10 Sekunden gestorben. Egal. Schmerzen. Oh nein. Ich glaube nämlich weniger. Ich hoffe, die wurden wenigstens, die Voice Actors wurden wenigstens dreifach bezahlt dafür, dass sie 6-mal so lange geschrien haben wie notwendig. Das glaube ich auch weniger, Freunde. Dass du hier so rumscharmützelst, ja? Schöner Headshot, richtig schöner Headshot. Headshot, nice, Junge. Nein. Auto-Aim, macht, was immer ein Auto-Aim kann. Auto-Aim, der in ein Netz. Kann er nicht, es ist Auto-Aim. Ja, schon wieder. Aber die müssen doch Lungenvolumen wie Arsch haben, wenn die so lange schreien können. Hey, du Junkie. Peng voll in die Fresse. Ich habe nichts getan. Genau, das sagen sie alle. Aber dann sind sie Barack Obama. Was? Weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ich krieg euch. Weil meine Muni leer ist. Ja, sicher. Oh, das ist die schönen Glasvitrinen von Oma. Oh, nee. Oh, die schönen Glasvitrinen. Kann ich euch bitte mal treffen? Danke. Könnte ich da bitte einmal durchsteigen? Ja, ist ja unfassbar, Spiel. Zu freundlich. Okay. Hier ist bestimmt jemand um die Ecke. Da komme ich natürlich nicht durch. Aber... Moment, da komme ich nicht durch, was? Ah, ich muss die Tür wahrscheinlich eintreten oder so. Ja. Das macht ganz cool, Mann. Genau, bleib mal ganz cool, Digga. Freut mich wahnsinnig, dass du gechartet bist. Doch wo ist die Leistung? Schafft doch jeder gerade im Biss. Ich verletze überhaupt keinen Zivilisten, nur diese Schweine hier. Yes! Es war zu einfach. Film ab. Es reicht! Sie sind hinter mir her. Was wollen Sie? Was wissen Sie über Peter Madsen? Ich kenne keinen Peter Madsen. Genau. Peter Madsen. Ich muss mal pissen. Bin gleich zurück. Okay. Hören Sie zu. Wir haben keine Zeit. Ich bin von der CTU. Warum sollte ich Ihnen glauben? Diese Typen planen was Großes und ich weiß jetzt was. Hier. Sagen Sie der CTU, dass die Terroristen, die CTU besetzt hatten, ein schweres Erdbeben auslösen werden. Ich? Ich werde Sie an einen Ort bringen, wo es funktioniert. Was soll ich sagen? Sagen Sie, es ist ein RGO-4444-Synchronisator. Er wird die Beben vor 22 Uhr auslösen. Die CTU kann das Signal orten. Verstanden? Ja, alles klar. Dave, sie muss wohl mal. Kann sie in der Zelle? Kein Bock, da nochmal raufzulatschen. Ich gehe mit. Schließ auf. Keine Sorge. Ich pass gut auf. Ja, klar.
Hier unten ist kein Handyempfang. Sie müssen irgendwo ein Netz finden. Zeit ist knapp. Fassen Sie sich kurz. Das Mädchen. Die folgenden Ereignisse finden statt zwischen 19 und 20 Uhr. Eigentlich überunhöflich, ne? Da auf der Toilette zu stören. Du Unhold. Hier ist Bauer. Hab mit Kim gesprochen. Wo ist sie? Geht's ihr gut? Sie ist in Madsons Komplex, weiß aber nicht genau, wo das ist. Sie klingt okay. Sie halten sie fest, aber sie konnte sich davonschleichen und uns anrufen. Jemand da drin behauptet, er sei bei der CTU und hat ihr von Madsons Plänen erzählt, mit einer Art Synchronisator ein starkes Erdbeben auszulösen. Hast du Infos über den Synchronisator? Wir kennen das Fabrikat und Modell. Er ist trägerwellenbasiert. Mehr wissen wir nicht. Wir sind noch bei der Analyse. Da ist noch etwas. Kim hat einen Peilsender bei sich, seit sie von den Terroristen verschleppt wurde. Leider hat er nur eine begrenzte Reichweite. Schick mir die Signalfrequenz. Ich habe eine Ahnung. Oh, ich bin zu spät. Das ist Dr. Jennifer Wright vom Geologischen Institut. Gut. Sie wurden über alles informiert? Beängstigend, gelinde gesagt. Also könnte so etwas möglich sein? Ist möglich. L.A. wurde auf einigen Verwerfungslinien errichtet. Einige davon schneiden sich und bilden tektonische Brennpunkte. Diese Punkte wären im Angriffsfall am Verwundbar. Und wo befinden sich diese Brennpunkte? Ich schicke Ihnen eine Übersichtskarte. Wenn jemand einen solchen Angriff vorhätte, womit hätte er die besten Chancen? Möglicherweise große Mengen Sprengstoff an einem der Hauptbrennpunkte. Der Sprengstoff müsste in unmittelbarer Nähe des Brennpunkts tief unter der Erdoberfläche platziert sein. Für so etwas benötigt man eine industrielle Ausrüstung und Maschinen dieser Größe kann man nicht leicht verbergen. Oder die Maschinen müssen nicht verborgen werden. Wir müssen die Brennpunkte und bestehende Großbaustellen mit Bohrmöglichkeit vergleichen. Check, ob die Frequenzen des Synchronisators dort irgendwo empfangen werden können. Ich starte die Suche. Danke für die Hilfe, Dr. Wright. Oh, er ist Doktor. Er muss Ahnung von Wissenschaft haben. Hm, genau, klar. CTU. Ja, gib mir deinen Wagen, du Schwein! Westen von Koreatown. Es wird langsam, es wird, also ganz ehrlich, ob man Erdbeben auslösen kann, ich weiß ja nicht. Ich muss es aber auch gar nicht wissen, ich muss es nur vereiteln, von daher. Mach doch selber. Okay, 4 Minuten, es sollte eigentlich machbar sein. Es sei denn, ich fahre so wie gerade, dann nicht. Könnte trotzdem was werden. Der Wagen ist ein bisschen scheiße. Ja, das sind nur ein paar Passanten, die haben... Junge, ich habe die doch gar nicht getroffen. Keine Ahnung, warum die so ausflippen. Gotta catch them all. Passanten. Du bist im Weg, Junge. CTU, schau mal. Ich kann's nicht sagen, aber ich bin CTU, also... Nerv mich nicht. Schon wieder im Weg. Hey, ihr Unwürdigen. Ihr seid unwürdig. Und mein Wagen scheint Schrott zu sein. Oder meine X-Taste. Das beides irgendwie. Weiß nicht. Meine X-Taste hat schon öfter mal Probleme gemacht. Das könnte durchaus sein. Das war super schön gewendet. Oh, geil. Oh, gewendet, ne? Wie, Moment, wo muss ich denn lang? In den Westen von Koreatown. Ach so. Ich danke meiner GTA-Karte, die mir alles verraten hat. Und... Ja, nein. Okay, das schaffe ich trotzdem noch. Vielleicht sogar bevor alles in die Luft fliegt, wer weiß denn. Vielleicht auch nicht, aber... Ich meine, das ist ja auch eine Art von Party, ne? Auto explodiert, hey, Überraschung. Wir geben heute eine fette Party. Ja, lieber nicht. Okay, du warst es schon?
Es hat sich bewegt. Mhm. Ja, sicher. Es ist zum Glück nicht so weit, ansonsten wäre ich jetzt schon ausgerastet wieder, aber das kriege ich gerade noch hin. Dann sind diese 4 Minuten, die angeschlagen waren, glaube ich, doch gerechtfertigt. Genau, reg du dich mal auf, Junge. CTU, R2. Ich bin R2 am Drücken. Ich bin CTU, du Pisser. Ah, ja, weg. Okay, schön, dass der Park auch mit Grasbüscheln markiert wurde. Mit ganz viel Liebe. Zum Detail. Na klar. Wie kann sich das Signal so schnell bewegen? Das kann überhaupt nicht sein. Das fährt ja genauso schnell wie ich. Oder noch schneller.